Es muss doch eine Possibility geben, diese Anglizismen alle down zu sein. Ja, hallo, ich bin's. Ja, Oettinger. Ja, hast du die Mailbox gecheckt? Ja, wegen den Anglizismen. Mann, ich hab gerade mal gebrainstormt und hatte voll den Flash. Also, doch, lass uns einen Kick-Off machen, wo wir mit Flyern und Handouts das Thema ganz speziell hinweisen. Ich kann ja den Senior Assistant to the Board mal mit dem Facility Manager zusammen und dem Marketing-Chef nochmal eine Greensheet machen lassen. Ja, dass sie den Workflow supervisen. Nicht, dass die ganze Campaign crasht, versteh ich? Nein, du musst ja deine Content-Haltung optimieren. Es muss ganz darüber kommen, dass Anglizismen ein totales No-Go sind. Alles andere ist Bullshit. Eins ist auch klar, fürs Incentive und die Cross-Promotion sollte man an Corporate Identity als Eye-Catcher für die Face-to-Face-Communication andenken. Was? Du meinst, fürs Face-to-Face ist meine Aussprache zu feucht? Dann machst du halt Rundmail. Für Erfrischung ist gesorgt. Over and out. Bin busy. Time is money.